Das Projekt heißt Augmented Reality. Es soll die reale Welt erweitern und zusätzliche digitale Informationen geben. Für das neue Viertel in Freiham Nord kommt es vielleicht etwas zu spät. Zukünftig soll es jedoch Planern und Bürgern im Beteiligungsprozess eine klare Vorstellung davon geben, was auf sie zukommt. Ja, wir stehen hier gerade mitten in Freiham und wie man hier so schön sieht, momentan ist noch alles Baustelle. Wenn man unsere Virtual Reality Brille aufsetzt, dann kann man allerdings schon sehen, wie die Häuser aus dem Boden erwachsen und das finde ich ziemlich spannend. Munich goes smart. Ausgewertet werden Daten des Geodatenservice München. Umgesetzt wird das Projekt vom Sieger des städtischen Innovationswettbewerbs, dem Startup-Unternehmen HoloLight. Jetzt ist es hier schon geplant, aber man kann sich sowas natürlich auch vorstellen, dass man das bereits im Vorfeld einer zukünftigen Planung macht. Und damit die Bürger entscheiden können, das finde ich vielleicht besser oder das finde ich besser. Und dass man sich überhaupt mal einen Eindruck vermitteln kann, wie das ausschaut. Und das ist natürlich was ganz anderes, ob ich auf ein Modell von oben drauf schaue, so eine Miniaturbauweise, wie man es klassisch kennt, oder ob ich tatsächlich mich umdrehen kann und überall, wo ich hinschaue, tatsächlich es sehe, wie es mal ausschauen wird. Hier in Freiham sollen schon bald 10.000 neue Wohnungen und 7.500 neue Arbeitsplätze entstehen. Die ersten Wohnungen sollen noch in diesem Jahr bezogen werden können. Die Gustl-Beierhammer-Schule wird schon seit 2 Jahren genutzt. Wir haben auch gewisse Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, hier nicht mehr gemacht. Also die Schulen werden fertig sein, wenn die Leute kommen. Die Infrastruktur zumindest zum Teil. Wir wollen ja auch heute noch eine U-Bahn hinaus verlängern, was auch ganz wichtig ist, dass wir bei so einem neuen Stadtteil Verkehr möglichst vermeiden können. Aber es entsteht hier Wohnraum für die Münchnerinnen und Münchner und ich glaube, das ist das Wichtigste. Richtig, München braucht natürlich dringend Wohnraum, aber die Leute möchten auch ganz dringend den Charakter Münchens behalten. München hat einen Gartenstadtcharakter, einen ganz besonderen Charakter, auch wenn man sich andere Großstädte in Europa und in der Welt anschaut, ist München einmalig, ein Millionendorf. Und diesen Charakter möchten die Münchnerinnen und Münchner einfach auch gerne erhalten wissen. Und deswegen glaube ich, dass man mit so einer Visualisierung den Schritt schaffen kann, auf der einen Seite Wohnraum zu schaffen und auf der anderen Seite für die notwendige Akzeptanz zu sorgen. Für Akzeptanz sorgt auch die bereits bestehende S-Bahn-Anbindung Freiham. Auf die U-Bahn werden die Bewohner der neuen Siedlung jedoch noch mindestens 10 Jahre warten müssen. So lange können natürlich die Leute nicht warten und wir wollen so lange mit Expressbussen, mit wirklich einem massiven Busangebot arbeiten, dass wir diese Bauzeit überbrücken können. Und eine S-Bahn ist, glaube ich, schon da. Eine S-Bahn ist da, aber die ist natürlich, wie fast alle S-Bahnen jetzt schon, gerade in der Hauptverkehrszeit sehr überlastet, sodass wir ein zweites, großes, leistungsfähiges Massenverkehrsmittel brauchen. Ein auf dem Reißbrett geplantes Stadtviertel mit einem Bildungscampus wie hier, einem Sport- und Stadtteilzentrum und einem zukünftigen Landschaftspark. Das Pilotprojekt Virtuelles Brillenerlebnis Bebauung Freiham können die Münchner aktuell noch nicht nutzen. Allerdings soll dazu noch ein Termin ausgerufen werden.